Ist dir schon mal aufgefallen, dass in US-TV-Spots, die Bier vermarkten, nie zu sehen ist, wie das Bier tatsächlich getrunken wird? Vermutlich nicht, weil die nicht in Deutschland laufen, aber ich erzähle dir trotzdem, warum das so ist. Eigentlich ist das ja völlig normal, dass in Commercials das Produkt, das promoted wird, auch irgendwie im Einsatz gezeigt wird. Bei Softdrinks zum Beispiel ist das auch gar kein Ding, aber eben nicht bei Bier. Und es ist tatsächlich auch kein komisches amerikanisches Gesetz, das das in irgendeiner Form verbietet. Es ist vielmehr Teil eines Kodexes, den sich die Sender 1952 selbst auferlegt haben, zum Schutz der Zuschauer. Und viele der Networks halten sich eben bis heute daran, weshalb auch Brauereien sich gezwungen fühlen, dem Folge zu leisten, um die Kampagne dann auch ausstrahlen zu können. Es gibt aber einige kreative Wege, das zu umgehen, wie zum Beispiel in dieser Heineken-Werbung. Beer at the 2013 World Beer Championships. Haha, guys, the cap's still on. Neil, you can't drink the Heineken Light, just hold it up. What do you mean, why can't I drink it? There are rules about drinking in the commercials. Because it's airing during a children's program or something. No. Then why? It's a regulatory thing. Ein anderer Weg, das zu umgehen, wäre einfach Online-Marketing.